So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen auf dem Balkon. Da ist jetzt die Location, wer das nicht kennt. Ich möchte mal wieder eine Chili-Soße testen im Vergleich zur Mad Dog. Das ist ja immer der Endgegner. Und das Ganze natürlich wieder mit Nuggets. Dafür habe ich mir eine Packung Nuggets besorgt. Die Nuggets sehen so toll aus in dieser Belichtung, sage ich jetzt schon. Das ist das beste, schönste Video auf diesem Kanal. Hier habe ich noch einen Salat. Der Salat ist eigentlich egal, den hat Pupsi zu ihrem Essen dazu gehabt. Vielleicht kann man da auch so eine Chili-Soße drauf machen. Und jetzt zeige ich euch, um was es eigentlich geht. Diese komische Flasche Chili-Soße ohne Konservierungsstoffe, ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. Das ist eine Hot Jalapeno scharfe Dipsoße von der Firma Eppers. Hat sie, glaube ich, im Rewe gefunden. Sieht halt aus, als wäre es Spray oder irgendwas. Hier Raumspray, Klospray, Hot Jalapeno scharfe Dipsoße, Wetschet. Hier sind auch verschiedene Symbole drauf, für was das alles ist. Und Hot Jalapeno ist die rote, fruchtig, frische Dipsoße mit der pikant scharfen Würze von Jalapeno Pfefferschoten. Sie passt ideal zu Fingerfood, Tex-Mex-Küche, Grillgerichten, Eintöpfen oder zu Chili con Carne. Wenn ihr die auch schon mal gesehen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Die wollen wir jetzt mal aufmachen zu diesen Nuggets. Und am Ende natürlich den Vergleich zum Mad Dog 357. Wie scharf die ist. Ich denke mal, Mad Dog ist auf jeden Fall schärfer. Aber ja, jetzt erstmal die Nuggets warm machen und dann sind wir gleich wieder am Start. So, die Nuggets sind jetzt fertig, sind warm gemacht in der Mikrowelle. Das ist der Teller, ein schöner weißer Teller. Das ist die Jalapeno-Flasche. Natürlich hier so ein einfacher Deckel, den du aufklackst. Dann sieht das aus wie eine Ketchup-Flasche, so ähnlich. Kommt aber noch nichts raus, denn der ist noch zu. Ist hier noch eine Folie drauf, damit ihr seht, dass die auch wirklich noch nicht benutzt ist. Nicht, dass ihr denkt, ich weiß schon genau, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Macht das jetzt das erste Mal auf. Wir riechen mal. Und es riecht gerade einfach nur extrem tomatig. Wie wenn du so Tomatenmark in so einer Drückflasche hast, also in so einer Tube, und das rausquetscht. Riecht sehr nach Tomatenmark, irgendwie ein bisschen fruchtig. Schärfe merke ich da jetzt noch nicht. Aber dann denke ich, wird die nicht so fertig und brutal sein. Die wird bestimmt gut gehen. Wir nehmen uns jetzt mal hier ein Nugget vom Teller. Machen hier mal ein bisschen drauf. Ungefähr so. Vor allem ein bisschen, das ist halt ein bisschen viel an sich. Wir müssen das trotzdem fürs Thumbnail irgendwie mal hier reinhalten. So, und jetzt das Nugget mit der Jalapeno-Sauce mal probieren. Hat irgendwie jetzt eine Note von Schinken-Hackröllchen, wo gehacktes drin ist und Schinken drum und Käse überbacken. Also vielleicht liegt es an den Nuggets, vielleicht liegt es an der Soße an sich. Hat auf jeden Fall eine mega interessante Note. Ist würzig, ich merke ein bisschen auf der Zunge. Merke aber einen super leckeren, kräftigen und auch fruchtigen Geschmack, der mir richtig gut gefällt. Es gab natürlich noch viele andere Sorten von dieser Marke. Die haben nicht nur Jalapeno-Sauce, die haben auch andere Soßen zum Grillen. Aber Hot Jalapeno, hat Pupsi gedacht, interessiert mich bestimmt, hat mir das mitgenommen. Wir werden einfach direkt nochmal eins probieren. So. Einfach einen richtigen Berg drauf, wie Ketchup. Mega genial. Die auf Hamburger, die zu einer Bratwurst, die zu einem Schnitzel, was weiß ich. Das ist wie eine Art Zigeunersoße schon. Es ist auch irgendwie dickflüssig. Ihr seht, das tropft nicht einfach runter. Das ist ein richtig breiger, dicker Haufen, den man auch so probieren kann und essen kann. Jetzt merkst du auch, wenn du die so probierst, das sind lauter Stückchen mit drin. Kleine Brocken noch von Jalapenos, kleine Reste wie Zwiebelstückchen in der Zwiebelsoße. Ist also auch nochmal was, nicht einfach nur Brei. Das ist wirklich richtig genial gemacht. Vielleicht ist das püriert, vielleicht ist das sonst was. Mir schmeckt es auf jeden Fall verdammt gut.
Jetzt möchte ich aber den ultimativen Test machen im Vergleich zur Madoc 357, wo ich ja eigentlich weiß, was auf mich zukommt. Ansonsten bin ich froh, dass ich die Hot Jalapeno endlich aufgemacht habe. Die steht schon länger im Kühlschrank rum. Ich habe so viel Zeugs gegessen in letzter Zeit. Ich brauchte mal wieder eine richtig gute Soße. Jetzt habe ich eine gefunden, wo ich mir jedes Gericht versüßen kann. Ein Tropfen Madoc 357 aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Das haut jetzt wieder alles weg, aber trotzdem den Vergleich müssen wir immer ziehen. Du merkst ja, die setzt sich schon direkt wieder ab. Das zieht ja alles durch. Es hat wieder eine winterliche, flaumige Note irgendwie. Ich weiß nicht, wo es die auf einmal her hat. Zum Glück habe ich noch meinen Beilagensalat von Pupsis Essen hier, den wir auch mal probieren können. Aber auch hier möchte ich jetzt mir diese Hot Jalapeno Sauce drauf machen. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Gucken wir es uns mal an. Jetzt denken die, er isst ein Hot Jalapeno Salat oder ein Burger, weil da ist die Soße präsent. Ein vegetarischen Burger. Präsent ist die Soße und präsent sind die Gurken und die Tomaten, die da dazwischen sind. Kann man so bestimmt auch mal. Guck dir das an. Schmeckt auch wunderbar, auch schön frisch. Da ein Nugget dazu. Jetzt kommt die leichte Hähnchennote durch, wie ein Hähnchenstreifen. Salat in der spicy Chicken Variante. Also danke Pupsi für die super Soße. Sehe ich immer noch, wenn ich jetzt einkaufen bin, im Rewe liegt die immer in so einer Tour aus mit. Wenn ihr die nicht kennt, probiert die mal, würde mich wirklich mal interessieren, wie die euch schmeckt. Ist halt auffällig, sieht aus wie ich, schwarzer Pullover, rotes Cabbie. Das ist die Hot Jalapeno Soße, die aussieht wie Ramses. Die schmeckt mir. Danke Pupsi für alles. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.